Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft Pocket Edition Windows 10 Edition hier auf der Cloud Realm in der Version 0.16. Gut, dann, ich habe in der Zwischenzeit etwas Stein gebrannt, nicht viel, aber immerhin ein wenig. Wir werden sowieso viel zu wenig Stein haben, aber ist doch auch egal. Das bedeutet, wir machen Ziegel daraus. Haben wir genau? Nee, haben wir nicht. Bam. Bam. Und zack. Ja, super. Und zack. Und da haben wir wieder ein paar. Und dann noch den Haufen. Zack und zack und hurdigurdi. Super Sache. Okay. Nee, du gehst mit. Nimm es mit. Ist Nacht oder Tag? Ich weiß es nicht. Es ist schon wieder Nacht. Und da hinten ist schon wieder ein Streuner. Schön. Gut, das bedeutet, wir bauen fröhlich weiter. Wir bekommen eh bei den Fenstern wieder etwas Stein raus. Jetzt machen wir, hier kommt ein Baum. Nee, jetzt sag ich es doch gerade. Was ist mit mir los? Vollkommen verpeilt. Hier ein Baum, dann hier zweimal Stein, dann... dreimal Stein. Und das sollte dann die Mitte sein. Aua. Hier kommt der Baum. Das bedeutet Baum zweimal Stein, dreimal Stein und viermal Stein. Zack, zack, zack. Ja, das ist gut. Das ist gut. So. Das machen wir vorne auch noch so. Nur ein bisschen anders. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Was ist jetzt schon wieder? Was ist jetzt? Mann, was ist denn hier los? Aber komm mal runter. Das nervt absolut. Warum wenn jetzt wieder alles weg ist, ey. Echt. Das nervt. So Leute, jetzt funktioniert es wieder und wir stehen hier. Das bedeutet, das haben wir. Und vorne müssen wir nochmal. Anscheinend hat jemand eine Karte in den Rahmen gepackt und somit die Map zum Crashen gebracht. Das ist anscheinend noch ein Riesenproblem. Aber wird wohl auch irgendwann mal gelöst werden. So, und das jetzt... müssen wir eigentlich so lösen, indem wir da zwei machen und hier einen Baum ziehen. Das bedeutet, wir brauchen Holzstämme. Ach ja, sind auch die Spinnen jetzt winzig klein anscheinend. Bei dieser Add-on. Ich habe noch keine gesehen, ich kann es nicht sagen. Oh je. Warum stelle ich mich so blöd an? Das ist hier die Frage, liebe Freunde. Auf jeden Fall müssen wir weit raus, weil Almhütten oder Bergdorfhütten haben natürlich ein fettes Vordach. Zwei Blöcke? Ne, wir machen drei. Wir gönnen es uns richtig. Wir machen drei Blöcke Vordach. Weil wir es haben. Und hier drüben auch noch. Komme ich da wieder hoch? Ne, kommt er nicht. Hat er wieder mitgedacht, ne? So, jetzt aber. Und ziehen wir das hier auch noch gleich durch. Warum? Warum tust du sowas, mein Freund? Bam, bam. Das war so klar. Das war einfach so klar. Zack und zack. Das mit dem Creeper Bodyguard finde ich eigentlich richtig lustig. 1, 2, 3. Ich muss nur noch schauen, wie das genau funktioniert, dass ich mir auch so einen zulegen kann. Oh Mann, bei mir hat mein Handy jetzt rund. Tut mir leid. Gut. So.
Entschuldigung, die Störung. So, bam, 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 bam. Okay, ich will in der Mitte eigentlich Holz durchziehen. Schaut, unten sind sie schon wieder beim Fighten. Das heißt, wir ruppen den Stein raus. Hallo Schnee? Hallo Schnee? Du hast was vergessen. Du solltest runterfallen. Nein. So. Okay. Das heißt, wir machen uns hier einen... zu tief. Einen kleinen Erdwall. So und so. Und dann kommt das Holz ran. Und einmal rauf und einmal runter. Und dann geht schon wieder dahin. Ich muss mich ab und zu räuspern. Entschuldigung. Ich bin auch immer nicht ganz fit. Jetzt derzeit habe ich eigentlich das Problem, dass ich von der Nase her ziemlich frei bin, aber der ganze Krack irgendwie im Bereich des linken Ohres ist. Das bedeutet, ich höre auf der linken Seite so gut wie nichts. Und das ist absolut nervig, überhaupt bei der Aufnahme oder bei der Bearbeitung mit den Kopfhörern. Man hört links nichts oder nur ganz dumpf und das ist so ekelhaft. Am Morgen geht es immer gut und wenn man so 5 Stunden auf den Beinen ist, bumm, Ton aus. Also, ich weiß nicht. Keine Ahnung, freut euch nicht aufs Altwerden. Das ist nur Scheiße. Ja, ja. Runter von meinem Dach. Hau ab, Mann. Hau ab. Hau ab, Mann. Okay, wer nicht runtergehen will, der stirbt. Dann schmeißen wir uns mal runter. Weil wir es können, ist ja klar. Und fangen an mit den Stufen. 60 Stück. Das wird niemals reichen. Aber. Entschuldigung, wenn ihr meinen Controller hört, aber ist eben manchmal so. Ich bin eh schon mit dem Controller unterm Tisch. Aber kommt dann doch mal vor. Dann hier und die ziehen wir auch noch lang. Das wird ein richtig schnickes Häuschen, meine Freunde. Wirklich. Gut. Das müsst ihr euch mal vorstellen, ich bin ja PC-technisch richtig eine Pfeife. Also wirklich, das kann ich auch ohne weiteres so sagen. Ich bin sogar jetzt gestern angestanden, wo ich das Update für die Windows 10 Edition machen musste, gleich mal den Cloud angeschrieben, wie das funktioniert. Und der schrieb so, ja, geh in Store rein und da unter Profil und dann läuft das. Ja, ich dann mit meiner Computer-Allwissenheit gleich in Minecraft Store reingegangen und suchte Profil und natürlich fand ich in Minecraft Store nichts. Dann bin ich schon drauf gekommen, dass ich im Windows Store gucken muss, aber sage ja, das ist richtig zum Schämen, wenn man so ein Computerdödel ist, sage ich mal. Aber man kann nicht alles wissen und ja. Was willst du machen? Sofort zu komme ich dann ja schon drauf. Dauert eben immer jetzt ein bisschen. Dann 14 noch. Oh mein Gott. Wir brauchen so viel Holz noch. Einfach nur so viel Holz. Das ist abartig, meine Freunde. Wirklich wahr. Das war's, oder? Das war's. Wir springen runter. Was war denn das für ein Geräusch? War das... komisch. Und machen aus dem restlichen Holz einfach mal Stufen. Und ja, hoffen wir das Beste. Die Welt wird nicht bei rauskommen. 48. Ja. Das wird nicht viel. Aber wir wollen es ja doch ausnutzen. Aber es geht sich genau aus. Nee. Hier. Zack. Und ihr geht da runter. Dann lassen wir gleich nochmal zurück. Aber ich finde das Schneebiom genial. Ich habe noch nie ein Schneebiom gebaut. Doch, bei meiner PlayStation Map
da war eine Ecke von meinem Privathaus in der modernen Welt, war ein Schneebiom. Hätte ich beinahe gelogen. Das war eine Ecke Schneebiom. Ist natürlich ein bisschen eine Herausforderung mit Gärten und so weiter, Sachen anbauen und so weiter und so fort. Aber die Umgebung schaut einfach nur toll aus. Überhaupt, wenn es schneit. Wo andere Regen haben und sagen, es regnet, da können wir sagen, fett, es schneit. Das finde ich eigentlich an und für sich ganz in Ordnung. So und so und so. Dann noch um die Leinen durchziehen. Dann haben wir das erste Häuschen ja schon mal ganz gut im Griff. Aber wir haben auch für dieses Dach noch zu wenig Holz, denn wir brauchen natürlich noch den Giebel. Gerade wichtig bei diesen Häusern, dass das Dach auch spitzig ist. Okay, es sind ist ein bisschen schachtelmäßig das Ganze, aber man darf nicht vergessen, es ist ein Bergdorf. Bergdörfer sind nicht, was weiß Gott, wie aufwendig gebaut. Auf jeden Fall brauchen wir Holz. Das heißt, wir geben einfach mal Vollgas. So Leute, jetzt geht's wieder weiter. Jetzt haben wir Holz genug und jetzt können wir auch das Dach fertig machen. Will ich auf jeden Fall noch in dieser Aufnahme schaffen, denn dann haben wir schon das Rohkonstrukt schon mal stehen. Wir brauchen dann doch noch etwas Glas und auch noch etwas also Zeug. Frag mich nicht, ich bin schon wieder etwas verwirrt. Gut, das passt so, würde ich sagen, wenn wir hier vorne eine kleine Umänderung des Daches machen, dann ist es nicht so, ihr wisst schon, was ich meine, oder? Hoffe ich zumindest, dass das so ist. Okay, wir müssen auf jeden Fall noch, ich habe wieder einen Diamanten, bin ich gerade drauf gekommen, habe ich jetzt gerade gesehen. War wieder Onkel Cloud unterwegs und hat Diamanten verschenkt. Ja, als hätte ich es gewusst, dass da runter geht, gell? Nicht schlecht, nicht schlecht. So, Suizidler sind auch schon wieder unterwegs. Puck. Mhm. Das kann sich doch langsam sehen lassen. Ist hier jetzt irgendwo ein Creeper? Dann können wir das probieren mit den Diamanten. Aber das könnte auch erst nächste Folge sein. Ja, komm. Zieh! Jawohl. Zieh. Und. Ja, super. Das funktioniert soweit ganz gut. Aber ja. Es war einfach. Nee. Unsere
Unsere Axt hat sich weggepackt und wurde ein Diamant. Mann, ich brauche jetzt aber die Axt und nicht den Diamanten. Ach, Kacke. Warum? So, ja, okay. Wir verzichten auf die Axt und haben den Diamanten. Man muss ja auch mal mit was zufrieden sein. Aber trotzdem, wenn die Backerei jetzt wieder losgeht, wie es bei der 015 zu Beginn war, also das wäre nicht schön. Dann fangen wieder ein paar Leute an mit dem Geglitsche und das ist dann doppelt scheiße und na. Nee, und auf dieser Realm ist sowieso, wer glitscht, der fliegt. Also beinhart. Das ist nicht nur so dahergesagt, sondern wirklich beinhart. Wer glitscht, der fliegt. Hey, sag mal, komm ich da? Muss ich doch. Hey, da hinten ist ein... Nee, jetzt ist er weg. Nö, warum? Ach Mann. Ich wollte das jetzt ausprobieren mit den Diamanten. Und flupp ist er weg. Ach Kacke. Mal ehrlich, das ist doch scheiße. Diese Folge, glaube ich, hat Überlänge. Glaube ich mal. Mit dem ganzen Geschneide und alles bin ich mir dann nie so sicher. Zuck. Jetzt. Ich hab. Freunde. Dachbau ist automatisch Rage Mode. Also wirklich. Und zack. Cool. Und wir haben doch noch etwas. Jawohl. Schöne Sache. Duck. Und Duck. Ihr werdet gleich sehen, wie das von der Entfernung aussieht. Wenn ich nicht von meinem kleinen Podest runterspringen würde, dann würde es noch besser funktionieren. Und zack. Und ich glaube, so können wir es lassen. Natürlich fehlen noch Fenster, bla 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 bla. Aber solche Hütten sollten das werden. Nicht zu groß, klein und schnuckelig. Da ist wieder ein Creeper. Diamant, schnell. Nicht, dass er wieder despawnt. Bam, bam, bam. Creeper, was ist, wenn ich dem jetzt einen Diamanten gebe? Ich habe sie auch noch nur aus dem Chat gelesen. Na? Hallo? Kannst du auch Sitz machen? Sitz. Und das ist jetzt mein Freund, oder? Hey, da stehen ja alles so Typen rum. Ah! Kommst du? Nice! Wart, stopp! Wir machen Selfie. Selfie mit Freund Creeper. Cheese. Jawohl, mein Freund. Oder, warte mal. Jetzt. Mann. Ah, so kann ich das Männchen nicht steuern. Wenn ich rumgehe, dann dreht er sich, oder? Ja, das geht nicht. Kommt er jetzt mit? Du kannst ins Haus gehen, mein Freund. Du kannst ins Haus gehen. Da wohnst du jetzt. Oder, jawohl, wir tun dich ins Haus. Hey, da vorne ist ein Skelett. Mr. Creeper, kommen Sie. Einsatz. Da ist das Skelett. Was macht er jetzt? Schau. Wer läuft? Schnell. Bring ihn um. Ja, töte ihn. Absolut nice. Wie cool ist das denn? In der Tat. Absolut nice. Hey, wo gehst denn du ganz hin? Komm rüber, mein Freund. Du gehst jetzt ins Haus. Aber die Kosten sind extrem. Ein Diamant für diesen Kandidaten finde ich ein bisschen heftig. Hey, komm mal rein da. Hier hast du es warm. Wo ist er jetzt? Weißt was? Bleib einfach hier stehen. Du bewachst das Haus. Wirklich nice. Also wirklich nice. Ja, rausschauen könnte er schon. Dreh dich mal um. Das ist doch doof so. So, mal schauen. Komm, würde er jetzt nachgehen? Ja, jetzt... Steh. Cool. Absolut cool. Wir haben Creeper Bodyguard. Gut. Und... Läuft er mir nach? Habe ich nicht auf Stehen geschaltet? Creeper? Nein, bleib stehen. Also, und mit diesem schönen Abschlussbild
will ich mich für heute von euch verabschieden. Wie immer wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Euer Sari mit Mr. Creeper. Ciao, ciao!